Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 119, was im Grunde genommen der dritte Part vom Bau meines Stellpults ist. Und zwar der Beleuchtungspart ist heute dran. Ich hatte es ja schon angekündigt, das heißt, heute wird die Steuerung gemacht, die ich benötige, damit ich die verschiedenen Lichtmodi auf meiner Anlage praktisch realisieren kann. Das heißt von 1 bis 8 und dann nochmal 1 bis 3 für die bestimmten Effekte, die ich dabei geplant habe. Und ja, wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch natürlich heute hier, ist auch klar. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass es von diesem Bau des Stellpults am Ende, wahrscheinlich jetzt nicht gleich nächste Woche oder so, sondern irgendwann jetzt im Herbst, ein komplettes Video kommen wird. Das heißt, wie ich das komplette Stellpult praktisch gebaut habe. Ich möchte es auch nicht gleich bringen, weil ich möchte euch auch nicht langweilen, dass ich immer wieder Stellpult, Stellpult, Stellpult. Es hat natürlich lange Zeit gedauert, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das waren 8 Wochen bestimmt, was ich daran rumgewerkelt habe. Und ich bin jetzt gerade dabei, meine letzte Litze für diesen Baustand, den ich jetzt habe, erstmal anzuschließen. Das ist, wenn es interessieren sollte, bei der Fabrik hinten links unterhalb von dem Zeppelin-Landeplatz ist das mein Schornstein, der mit diesem Echtdampf da funktioniert. Das ist jetzt der letzte Part, den ich mache. Da muss ich nochmal eine Relaisplatine löten für. Da kommen dann 4 Relais mit drauf. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, das Ganze. Und dann kann ich im Grunde genommen dann per Knopfdruck meinen Schornstein, es kommen noch mehr auf die Anlage hin, zum Rauchen bringen. Das kennt ihr alle selber, viele haben es von euch und ich finde es ein nettes Gimmick und wie gesagt, jetzt bin ich erstmal so weit durch, dass ich praktisch den ganzen Teil von meiner Anlage, was ich jetzt alles so gebaut und gefriemelt habe die letzten Wochen an Elektrik, an den ganzen Kram hier, ich muss es mal so sagen, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, ich kann das Wort Stellpult schon nicht mehr hören und das Einzigste, was da noch kommt, das wird natürlich alles noch hübscher gemacht, schöner gemacht, die Gestaltung des Stellpults von oben ist noch nicht fertig. Da kommen noch Details drauf, dass man weiß, wo ist Tunnel, wo ist Brücke, wo sind bestimmte Dinge und so weiter und so fort. Das kommt aber jetzt alles im Laufe der Zeit und das wird dann in diesem Gesamtvideo mit untergebracht werden. Das heißt, da gibt es dann noch mehr zu sehen, als wir jetzt schon gesehen haben. Aber die 3 ersten Parts werden natürlich nur mitbehandelt. Das heißt, der Bau des Ganzen wird gezeigt, wie ich das gemacht habe. Alles dann ein bisschen schneller und ein bisschen zügiger. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotzdem heute dran bleibt. Und ja, ich habe ja auch viel Liebe und Herzblut in so ein Video reingesteckt. Oh, man kann leichter arbeiten, sage ich ganz ehrlich, wenn man nicht dabei filmt. Und deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und ihr seht ja im Hintergrund, ich erzähle ja wahrscheinlich schon, was erzähle ich jetzt über 3 Minuten? Naja gut, das ist typisch für mich. Ich labere ja sowieso mal ein bisschen rum. Aber was gibt es denn auch im Hintergrund zu sehen? Was es zu sehen gibt, das kann man sich ja angucken. Oh, da gibt es nicht allzu viel zu sagen. Die Schablonen, das ist eine neue Technik, die ich da jetzt gemacht habe. Das heißt, die LEDs, die gucken nicht mehr oben raus. Die LEDs sind praktisch unten drunter an diesem weißen Viereck oberhalb. Ihr habt sie am Anfang vielleicht gesehen, wer darauf Obacht gegeben hat. Und finde ich ein bisschen netter, habe ich mich ein kleines bisschen geärgert. Hätte ich vielleicht bei den anderen auch machen sollen. Aber es ist nicht so ein direktes Licht. Nein, vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Vielleicht ist es gut so, wie es ist, weil das Licht wird dann durch die Schablone natürlich gestreut. Und da ist schöner, wenn so eine LED vielleicht irgendwo vielleicht doch direkt zu sehen ist. Auch für die Schalter ist das perfekt genau geeignet. Da haben wir oben diese 8 Türmchen. Die Vago-Türme habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Da bin ich jetzt nur ganz schnell drauf eingegangen. Und ja, mehr brauchen wir dazu gar nicht zu sagen, weil, wie gesagt, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht. Hier zeige ich euch mal, wie, ist übrigens mein Dialekt, wenn ich sowas sage, ja, nicht böse sein, aber ihr habt ja alle Dialekte auch, vermutlich mal so, und die Videos machen, weiß ich, dass die meisten Dialekt haben. ja, hier zeige ich, wie ich die Relais praktisch verlötet habe, die oben im Stellpult drinnen sitzen. Hier sieht es jetzt ein bisschen ordentlicher aus, ein bisschen strukturierter als bei der ganzen unteren Geschichte da. Da habe ich aber schon mal erzählt, da ging es gar nicht anders, weil da die Relais dahin mussten, wo Platz war. Dann sind ja auch die LEDs und die Taster, das konnte ich ja nicht so machen, dass es von hinten schick ist. Es soll von vorne schick sein. Und deswegen sind manchmal die Litzen irgendwo langgelegt, damit das irgendwo zusammenpasst. Das ging halt nicht anders. Ja, wie gesagt, irgendjemand, ich muss immer sagen, irgendjemand, tut mir leid, wenn mir der Name gerade nicht einfällt, hatte ich ja im letzten Video gesagt, er mag diese Drahtigel nicht. Die meisten haben damit kein Problem gehabt. Kann ich aber verstehen. Ist nicht besonders schön, wenn man da diese Litzen
Nester da irgendwo hat, wie ich es genannt habe. Aber wie gesagt, es war halt gar nicht anders möglich. Es ist im Grunde genommen für mich das Optimum. Mir hat es nichts gebracht, wenn ich da hinten Platin unterlöte und dann alles, das hätte ich gar nicht unterbekommen da unten. Das geht gar nicht, ja. Da sind jetzt, ich lass mich lügen, 60 Relais, glaube ich, verbaut da unten drunter zum Stand jetzt. Da kommt nachher noch mehr dazu. Und die 60 Relais, die wollen ja irgendwo hin. Und ich habe ja nur die 1,7 cm, also bleibt mal gar nichts anderes übrig. Ne? Und ja, im Hintergrund, wie gesagt, ihr seht gerade, wie ich es gemacht habe. Jetzt kommen noch mal drei Taster oben drauf. Das werden, wie gesagt, jetzt diese besonderen Funktionen, wenn ich es mal so nennen kann. Es ist keine besondere Funktion. Einer davon ist zum Beispiel, dass ich meinen Dampf anschalten kann, mein Rauch da am Schornstein ist. Was ist das eigentlich? Dampf, Qualm, Rauch? Nee, Qualm kann es nicht sein. Na, ihr wisst, was ich meine. Und das habe ich halt hier wieder gemacht. Ihr seht übrigens bei der Schablone, die hat im Gegensatz zu früher jetzt ausgesparte Flügelchen. Das klebt sich nochmal besser. Das sind so Erfahrungswerte, die man gemacht hat. Das klebt sich jetzt dadurch nochmal ein bisschen fester, als es früher der Fall war. Ja, aber das ist schön so. Wie gesagt, das sind doch mal die drei Relais. Die sind gesondert von diesen acht unteren, von diesen sogenannten Vago-Türmen. Da kommt, wie gesagt, eine Relaiskarte. Hier sehen wir übrigens die zweite Reihe da hinten mit von diesen Vago-Türmchen. Das ist dann für den Minuspol. Und die erste Reihe ist vom Pluspol. Da hinten ist es egal, wo ich ranschalte. Und vorne muss ich halt entsprechend dann mein Türmchen auswählen, was ich brauche. Auch da gibt es schon wieder eine kleine Änderung, all dieweil, schönes Wort, all dieweil ich Effekte noch mit reinbringe. Das heißt, meine Laternen, meine Wegelaternen zum Beispiel, die sollen flackern, die sollen so einen Gaslichteffekt bekommen. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und da kamen zwei kleine Platinen noch mit rein und die beiden Platinchen, die müssen jetzt auch noch Kabel aufnehmen. Das heißt, die laufen parallel zu den Türmen. Komme ich aber mal in einer der nächsten Folgen. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche schon ist. Ich möchte euch mit der Elektrik nicht allzu lange quälen, wenn ich das mal sagen darf. Ich möchte gerne mal wieder ein bisschen was bauen. Ein bisschen was, ja, Diorama, Dioramenmäßiges. Diorama, ihr wisst, was ich meine. Also ein bisschen was hübsch machen wieder auf der Anlage, dass es mal ein bisschen optisch vorwärts geht. Denn sobald ich mein Modul wieder aufsetze, ist von dem ganzen Kram, den ich hier gemacht habe, nichts mehr zu sehen, was ja auch gewollt ist. Ich habe auch noch ein bisschen weitergearbeitet. Da kommen wir auch in einem der nächsten Videos drauf. Das bringe ich vielleicht auch nicht gleich nächste Woche, weil das auch wieder Elektrik ist. Ich habe ein paar schöne Effekte noch untergebracht auf meiner Anlage, die den einen oder anderen vielleicht inspirieren können. Das betrifft die Signale, das betrifft die Lichter, das betrifft alles Mögliche nochmal. Habe ich schon gemacht, möchte ich aber erstmal noch nicht zeigen. Wie gesagt, ich möchte euch gerne ein bisschen Abwechslung präsentieren. Aber ich habe das jetzt erstmal durchgezogen, so dass ich, wenn ich jetzt mein Modul aufsetze, endlich, ich muss es so sagen, ja, fahren kann. Ich freue mich wie Bolle, keine Ahnung, wie sagt man? Ich freue mich halt, dass ich endlich loslegen kann. Ich habe so viel schönes Rollmaterial hier oben stehen, so viel schöne Sachen, die ich jetzt gerne mal auf die Anlage aufbringen muss. Ein paar davon muss ich digitalisieren. Das sind ältere Modelle, wo ich einen größeren Eingriff machen muss. Dann kommen ja auch die ganzen Magnetkupplungsgeschichten noch dran. Die muss ich ja auch noch machen. Das heißt, ich habe es ja schon mal früher gesagt, ich habe natürlich jetzt andere oder mehr Abonnenten als früher und die vielleicht noch nicht wissen, dass meine gesamten Rollmaterialien, die ich so habe, Loks, Waggons etc., alles mit stromführenden Magnetkupplungen zusammen gemacht wird. Das heißt, die ganzen Originalkupplungen der Waggons und der Loks, das fliegt alles raus. Ich habe ja zum Teil schon sowas gemacht, aber das zeige ich euch gerne nochmal, wenn es soweit ist. Und da habe ich dann entsprechend den Stromfluss. Das heißt, bei mir nimmt jeder Waggon, ob das ein Güterwaggon ist, ob das ein Personenwaggon ist, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Waggon nimmt Strom ab sozusagen bei mir auf der Anlage, sodass ich ein absolut ruckelfreies Fahren hinbekomme. Aber jetzt weiche ich gerade ganz gewaltig ab von dem, was ich euch eigentlich erzählen wollte, nämlich mein Stellpult. Aber ihr seht im Hintergrund schon, ich baue hier Relais. Das zeige ich euch bloß, weil ich es halt gemacht habe. Es sind ja Wochenupdates. Es sind ja immer die Updates von der letzten Woche. Okay, hier waren es zwei Wochen, deswegen habe ich ja die Vago-Türme letzte Woche gebracht. Und da gehört es halt dazu. Ich habe die halt gebaut, denn wenn ich es nicht machen würde, hätte ich ein kleines Problem irgendwann mal. Hier haben wir jetzt, warum habe ich das gezeigt, was ich hier gerade zeige? Genau, ich habe das Nachtlicht angeschaltet. Und da möchte ich mal, das ist auf der Anlage oben ein diffuses Licht, das kann ich übrigens jetzt auch dimmen. Da kann ich hell und dunkel schalten. Und hier sehen wir jetzt die neuen Taster schon, wie
die so indirekt leuchten. Ja, also wenn das Licht an ist, sieht man das gar nicht. Und deswegen, es passt im Grunde genommen. Ne? Es passt. Bei den LEDs, die ich hier verwendet habe, musste ich allerdings bei den grünen 10 Kilo Ohm verwenden und bei den roten 1 Kilo Ohm verwenden, damit die ungefähr gleich hell sind. Und hier sehen wir schon die ersten Funktionen auf dem Stellpult, wenn ich taste, gehen so bestimmte Lampen schon an. Da habt ihr schon gesehen, links die Laternchen, hier rechts zum Beispiel die Brückenbeleuchtung, das ist Nachtbeleuchtung. Das wird nochmal ein ganz separates Thema werden, die Nachtbeleuchtung. Aber da kommen wir noch drauf. Das sind ja die ganzen diffusen Lampen nur. Das heißt, wenn ich sage, ich will jetzt, es ist Mitternacht auf der Anlage oder nachts um zwei, will ich gar nicht sehen, das sind die Arkaden-Innenbeleuchtung. Es ist natürlich schwarz mit ein bisschen Lichtgrad gewesen. Da muss ich mal gucken, dass ich mit dem Licht noch ein bisschen spiele, dass ich euch das besser zeigen kann. Hier sehen wir übrigens ein Poti. Mit diesem Poti, da bin ich jetzt gar nicht groß drauf eingegangen. Ich denke mal, wenn man das gar nicht großartig sieht, verändere ich mein Nachtlicht. Das heißt, ich kann das hell und dunkel schalten. Ich kann meine gesamten Lampen dimmen. Ich kann jeden Strompart von meiner Anlage mittlerweile dimmen, so dass ich sagen kann, Mensch, meine kompletten Signale können dunkler werden. Meine kompletten Beleuchtungen können dunkler werden. Ich kann die alle einzeln schalten, die kann ich hell und dunkel machen. Aber wie gesagt, da komme ich mal noch in einen der nächsten Parts drauf. Jetzt sehen wir hier bloß noch kurz einen Überblick. Und ja, mit diesem Überblick würde ich denken, schauen wir mal, was uns die nächsten Wochen so erwartet. Ich freue mich natürlich jetzt schon drauf. Hier sehen wir das mal von innen übrigens mit den ganzen LEDs. Ich freue mich natürlich, ich muss mal kurz meine Maus hier zur Hand nehmen. Ich freue mich natürlich, ich freue mich natürlich drauf, wenn ich in den nächsten Wochen wieder was bauen kann. Das heißt, wenn ich wieder ein bisschen was machen kann. Ich muss ja nur anfangen, langsam alles zu verkleiden, was die mittlere Ebene angeht. Die obere Ebene ist ja verkleidet. Ich habe ja soweit alles vorbereitet. Und durch diese Elektrik, die ich jetzt gemacht habe, habe ich in Zukunft kein großes Problem mehr, irgendwas anzuschließen. Das heißt, ich baue ein Häuschen, mal ganz grob gesagt, da kommen ein paar Lampen rein, die auch verschieden geschaltet werden sollen. Ich brauche es nur nach unten anschließen. Es ist alles fertig. Ich habe für die ganzen künftigen Dinge vorgesorgt irgendwo. Ihr seht schon, da links waren die Relais, nicht die Relais auch, aber auch die Platinchen zum Schalten von meinen Gaslaternen und so weiter. Und hier nochmal ein ganz, ganz grober Überblick, da kommen wir auch nochmal später zu, von dem ganzen Kram, der unter der Platte sozusagen drunter ist. Mit diesen Bildern würde ich sagen, macht's schön gut, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich, dass ihr bis hier dabei geblieben seid. Und dann, ja, bis dahin, macht's gut, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss!